Das einzigartige weitläufige Netzwerk aus Kellern und Gängen wurde der Öffentlichkeit mit der Eröffnung des Münzmeisterkellers auf dem Dominikanerplatz 2010 schrittweise zugänglich gemacht. Im Münzmeisterkeller, der sich anstelle des früheren Hauses der Münzmeister Bruno und Nikolaus von Thurn befindet, können Sie eine Ausstellung zum Münzprägehandwerk in Brünn und in Mähren besuchen. Sie finden hier auch Belege über die geschichtliche Entwicklung des Dominikanerplatzes, der ehemals Fischmarkt hieß. Auch die Geschichte der verschwundenen gotischen Königskapelle, die noch Anfang des 20. Jahrhunderts im unteren Teil des Platzes stand. Wurden tief unter der Erdoberfläche das Labyrinth der mittelalterlichen Gänge und Keller unter dem Krautmarkt eröffnet. Die Exkursion hierher birgt so manche Überraschung, samt einem historischen Pranger. Der jüngste Teil der Zugänglichmachung des Brünner Untergrunds hat internationale Bedeutung. Den Besuchern steht nun das Beinhaus unter der Jakobskirche offen, die schon seit dem 13. Jahrhundert auf dem Jakobsplatz steht. Neben der Kirche befand sich ein städtischer Friedhof, dessen Kapazität jedoch beschränkt war, sodass ein sogenanntes Tauschbestattungssystem entwickelt wurde. 10 bis 12 Jahre nach der Beerdigung wurde in ein und demselben Grab der nächste Verstorbene beigesetzt, während die sterblichen Überreste der ersten Person in ein speziell angelegtes Beinhaus, lateinisch Ossarium, gebracht wurden. Als der Kirchenfriedhof im Zuge der josephinischen Reformen 1784 aus hygienischen Gründen aufgelöst wurde, gerieten die Beinhausräume in Vergessenheit. Bei der Erforschung der unterirdischen Räume unter dem Jakobsplatz im Jahre 2001 wurde dieser umfangreiche Bestattungskomplex mit Überresten von mehr als 50.000 Personen wiederentdeckt. Unter den Begrabenen waren Opfer der mittelalterlichen Pest- und Choleraseuchen sowie Gefallene aus dem Dreißigjährigen Krieg und aus der Zeit der schwedischen Belagerung Brünns. Die Ausstellung zeigt die Bestattungsabläufe auf einem der größten städtischen Friedhöfe in Brünn und wertvolle archäologische Funde im Zusammenhang mit dem Erlöschen des menschlichen Lebens.